Hallo meine Lieben, heute lese ich von meinem Lieblingsbuch Charmed vor. Dann fange ich mal an. Bist du sicher, dass du nicht mit uns zum Brunch kommen willst, Süße? Phoebe Halliwell stand in der offenen Türe. Helles Sonnenlicht fiel in den Flur hinter ihr. Nein, danke, sagt Paige zu ihrer Halbschwester. Geh ruhig. Du verpasst großartige Benedikteier, lockt Phoebe. Paige schüttelt den Kopf, so dass ihre langen dunklen Haare über ihre Schulter glitten. Was bedeutet, dass ich auch etwas einen Quintillion Kaolin verpasse? Sie tätschelt ihren Bauch. Es ist wahrscheinlich das Beste. Phoebe muss der Paige schlanke, wohl geformte Gestalt und verdreht die Augen, als hättest du Probleme, erwidert sie mit funkelnden braunen Augen. Aber okay, die Autohupe dröhnt, Phoebes verlobter Kaul stand neben dem Wagen, griff durch das Fahrradfenster und betätigt die Hupe. Er grinste und hob seine Hände in einer Können wir endlich fahren? Geste Paige steckt den Kopf aus dem hinteren Fenster des Autos. Komm schon, Phoebe, rief sie. Du weißt, wenn wir nicht bald im Silvios sind, wird es eine Schlange vor der Türe geben. Geh, drängelt Paige. Phoebe, iss für mich eine Banane, Mandelmuffin, wenn du sicher bist. Schultern ihrer Schwester und drehte sie um. Zisch ab. Okay, schon kapiert. Paige verfolgte wie ihre Schwester über den Weg, rannte direkt in Coles Arme. Er gab ihr einen Kuss und führte sie dann zur Beifahrerseite des Wagens. Mit übertriebenem Schwung öffnet er die Türe. Kichernd schlüpfte Phoebe ins Auto. Cole drohte um ihren Kühlerhaube des Wagens herum und ließ sich hinter dem Lenkrad nieder. Auch ohne hinzusehen wusste Paige, dass ihre andere Schwester Piper auf dem Rücksitz an ihren Mann Leo schmiegte. Dieses Wissen hatte nichts mit telepathischen Hexenkräften zu tun. Es war Innotation der jüngsten Schwestern, die auf eine Menge Erfahrung basierte. Cole hupte zum Abschied, als er den Motor anließ. Paige schenkt ihnen allen ein breites Lächeln und winkte. Als sie davonfuhr, trat sie zurück in das Herrenhaus und schloss die Türe. Sie wissen, die Kalorien waren nicht der wahre Grund für ihr Verzicht auf den Sonntagsbrunch im Silvios. Okay, es stimmt, dass sie morgens nicht gerade viel aß und dass ihr von Eiern, die von einer dicken Soße Hollandaise bedeckt waren, vor 4 Uhr nachmittags ein wenig übel wurde, aber sie hätte einen der sündhaft leckeren Muffin ohne Obststrudel des Silvios nehmen können. Nein, sie hatte abgelehnt, weil sie einen Atempause von ihrer neuen und nicht besonders exzellierten Rolle als offizielle fünftem Rad am Wagen benötigte. Ein Mädchen braucht hin und wieder etwas Zeit für sich. Gebungsvolle Beziehung für eine Hexe möglich waren, selbst wenn es sich bei diesem romantischen Partner um einen ehemaligen Dämon und einen Wächter des Lichts handelt. Um genau zu sein, die meiste Zeit macht die Leo und Piper und Phoebe und Cole schon ihre Hoffnung. Seit Paige Hexenkräfte aktiviert worden waren, hatte sie fast festgestellt, dass ihr Schicksal als einer der zauberhaften Unschuldigen zu helfen ihr Privatleben ernsthaft beeinträchtigte. Dass Piper trotz allem Hindernis Leo geheiratet und Phoebe sich mit einem früheren Feind verliebt hatte, bedeutet vielleicht, aber nur vielleicht, dass es dort draußen auch jemanden für Paige gab, der mit der ganzen Hexerei zurechtkam. Wie sehr sich Piper und Phoebe auch bemühten, es zu verbergen. Sie hatten ebenfalls mit ihr Probleme. Es war nicht so, dass sie nicht genug Schwierigkeiten gehabt hätte, bevor sie
Sie trafen ihr bis dahin unbekannte Halbschwester. Sie hatten gerade erst einen schrecklichen Kampf mit der Quelle des Bösen, Bru, verloren. Sie, die älteste Helliwell-Schwester, traurig, zornig, bekümmert und verzweifelt, hatte sie herausgefunden, dass sie dort draußen eine weitere Helliwell-Hexe gab. Paige, nach einiger Eingewöhnung, okay, eine Menge Eingewöhnung, war Paige ein offizielles Mitglied der Helliwell-Familie geworden. Sie zog, wenn auch zuerst nur, so. Die restliche Geschichte erzähle ich euch beim nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Bock habt auf mehr Charm, dann lasst doch viele Links da und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Tschüss!